Hallöchen und herzlich willkommen zu einer, naja, mal besinnlicheren Runde von Witcher. Und wie in der letzten Folge, beziehungsweise der letzten Woche versprochen, starten wir heute gleich mit einer Ballade, ohne viel herumgequatsche, starten wir mit einer Ballade von Rittersporn, der uns wahrscheinlich freundlich was vorsingen wird. Irgendwie. Ah. Ich kenne das perfekte Lied für Soltan. Das möchten wir gern hören. Singt schon. Schaut zu jenem Forste, seht den Wolf in seiner Macht. Er hüpft vor Freude, wedelt mit dem Schwanz und lacht. Was für ein Anblick, die Melancholie blieb ihm versagt. Gewiss ist er nicht verheiratet, sonst wär er verzagt. Im Grase sieht man, der Wolf nun hinkend geht, Blick und Gesicht nach unten gerichtet, die Brust ihm bebt. Was spielte so bös mit diesem edlen Tier? Gewiss ist's frisch verheiratet oder nun versprochen ihr. Soltan, wie geht's der werten Gattin? Keine leichte Frage, Rittersporn. Die alten Zeiten kommen niemals wieder. Die guten alten Zeiten. Shani ist eingenickt. Trinken wir noch ein Gläschen. Dann gehen wir. Trinken wir. Trinken wir. Woo. So, vielleicht wäre es eine gute Idee, Shani einfach Rosen zu bringen. Was? Was? Hab ich euch mit? Mist. Natürlich hat ein Gentleman wie ich keine Rosen mehr. Okay. Ich habe jetzt keine Rosen. Wenn ich jetzt wieder runtergehe, dann macht mich wieder die Alte fertig. Dann ist nicht da. Na dann. Ja, gut, dann darf ich euch nochmal herzlich willkommen wünschen zu Witcher. Wie gesagt, wir haben uns am Anfang gleich eine Ballade angehört. Ich dachte, vielleicht ist es ein bisschen mehr Spiele und romantisch, aber okay, war auch ganz schön, mal die Geschichte von Soltan zu erfahren. So, da die Shania jetzt sowieso da ist, können wir mal flott zum Gasthaus flitzen und uns ein paar Rosen holen. Immerhin habe ich ja welche mit. Also habe ich ja welche irgendwo gesammelt mal. Und dann weiß ich nicht, dann glaube ich, müssen wir mal mit Kalkstein müssen wir noch reden, dass wir diesen Betrug aufklären. Und ja, und ich glaube dann können wir schon ja, dann steht da ein Wächter mit Fackel. Hallo? Ihr solltet hier nicht rumlungern. Okay. Und dann, ja, und dann können wir schon in die Sumpflande gehen, wo wir endlich mal hin müssten. Also haben wir einen Haufen Quests, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ja. Ja, endlich mal wieder ein bisschen mehr kämpfen. Vielleicht ein bisschen mehr Strategie. So, Schankwirt. Ja. So, ein paar Rosen. Wo hätten wir denn die Rosen, Rosen, Rosen? Verflucht, ich habe keine Rosen. Hatte ich niemals Rosen? Doch, ich hatte mal Rosen, die habe ich einer Kurtisane geschenkt. Also das waren eigentlich war das Blumen, ne? Bestienfangzahn. Muss ich jetzt ernsthaft ein bisschen da früh schlafen? Es gibt nämlich hier keine Rosen, wie ich sehe. Nee. Definitiv nicht, könnt ihr einen Diamant schenken. Warum auch nicht? Himbeere will sie wahrscheinlich nicht haben. Ja, ich leg mal die paar Sachen rein, die ich nicht brauchen werde. Der Obst. Die vergale Zitrone, weg damit. Das können wir wieder verkaufen. Die Himbeere zurück. Metasoden. Das können wir jetzt ganz essen. Bären lasse ich mal da, Salpeter, Fett und sehr alten Wein,
können wir auch weg. Genau, das waren ja Sachen, die ich mitgenommen habe, ne? Na gut. Liebe Kellnerin. Habt ihr euch... Ja, ich würde gerne was kaufen, aber ihr habt wahrscheinlich keine... Na gut. Sultan Shivei, was... Was ist denn der hier? Naja. Gut. Dann würde ich sagen... Auf, zurück... zu Scha... Also... Ja, ich weiß jetzt nicht... Ja... Man kann sie ja noch probieren. Sonst gehen wir einfach zu... Wie heißt er? Zu Kalkstein. Den können wir in der Nacht eh aufwecken. Das ist nicht so tragisch. Oder wir gehen zu... Wie heißt sie? Zu Raimund. Der kann ja auch... Der kann uns noch ein paar Infos liefern, bevor wir zu Kalkstein gehen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Weil der hat ja die Ergebnisse der Obduktion, die wir durchgeführt haben, der Autopsie. Hat er ja angeguckt. Ja, da ist natürlich keiner mehr schlecht. Sonst schlafen wir einfach bei Raimund, das ist auch okay. Zwerg, hier ist Kalksteins Haus. Raimund ist dann da vorne. Ja. Ja, so langsam wird das hier mal was, aber das ist, man sieht, das ist echt ein fettes Spiel. Ich will gar nicht wissen, wie der Dreierteil so ist. Teile schon, habe ich eh schon gesehen in anderen Let's Plays, aber boah, ist echt heftig. So, wenn das hier schon so gemütlich ist, sage ich jetzt mal, mit vielen Quests, will ich gar nicht wissen, wie das Dreier dann ist, von der Questmasse her. So, Raimund, du arbeitest, sehr schön. Endlich seid ihr hier. Ja, ich war feiern. Hör zu. Ich habe unumstößliche Beweise. Kalkstein hat mit Boxfleisch zusammengearbeitet. Was machen wir mit dieser Information? Wir stellen ihm eine Falle. Auch wenn das gefährlich sein kann. Holt eure Ausrüstung und kommt dann wieder. In Ordnung. Ja? Ich habe meine Ausrüstung immer dabei. Okay, dann... Erzählt mir etwas über den Kommandeur der Königlichen Wache. Ich habe ihn kürzlich in der Stadt gesehen, wo er Perverse verprügelt hat. Wozu? Was gibt's da zu fragen? Jeder weiß, dass der Kommandeur der Wache jeden hasst, den er als abnormal bezeichnen kann. Jeder weiß das. Aber die wenigsten kümmert's. Ja? Oh ja. Eure Ausführungen sind etwas unstimmig. Hexer. Versteht mich nicht falsch, aber das ist wirklich nicht mein erster Fall. Ich warte schon seit Jahren durch diesen Sumpf. Ich erzähle euch ja auch nicht, wie man Ungeheuer tötet, oder? Mit Ungeheuern kann ich umgehen. Und ich kann diese Ermittlungen durchführen. Ja. Okay. Wir sprechen uns noch. Ich muss mit dem Detektiv vorsichtig umgehen. Das ergibt keinen Sinn. Es könnte auch sein, nämlich, dass der Detektiv nämlich auch einer der Verschwörer ist. Mal mit Kalkstein kann ich drüber reden. Ja? Ich habe jetzt mal sicherheitshalber verspeichert. Etwas macht mir Sorgen. Ihr könnt ganz offen sprechen, Geralt. Ihr könnt mir vertrauen. Okay. Es geht um euch. Es kommt mir vor, als habt ihr euch irgendwie verändert. Nicht so schüchtern. Was meint ihr genau? Es ist kurz vibriert, wenn ich hier bin. Warum die Weltkarte an der Wand? Habt ihr ein Interesse an internationaler Politik entwickelt? Jeder sollte wissen, was in der Welt so vor sich geht. Außerdem betont sie meinen professionellen Charakter. Wäret ihr als Kunde gekommen, was würdet ihr von der Karte halten? Ich bin ein Kunde. Und ich denke, ihr interessiert euch für die Grenze zwischen Redanien und Temerien. Ihr habt sie mit Nadeln markiert. Hexersicht. Hatte ich ganz vergessen. Aber wir sind nicht alle Hexer. Normale Leute würden denken,
Was für ein Weltbürger, der hat bestimmt schon überall gearbeitet. Und das ist genau, was ich erreichen will. Das ist nicht meine einzige Sorge. Was denn noch? Ah, ja. Ja, das kann man das nicht abbrechen, nee. Ich habe wüste Gerüchte über euch gehört. Hat mit Mädchen zu tun. Ach das, das ist nur Boxfleischs Rache. Ich habe gegen einen seiner Untergebenen ermittelt. Jetzt wollen sie mich diskreditieren. Seid ganz unbesorgt. Wollt ihr damit sagen, all die merkwürdigen Neigungen, die man euch nachsagt? Hört mal, Geralt. Ich bin der Erste, der zugibt, dass ich kein Heiliger bin. Aber mit solchen Scheußlichkeiten habe ich nun wirklich nichts am Hut. Das ist nicht meine einzige Sorge. Was denn noch? Seit kurzem vibriert mein Medaillon jedes Mal, wenn ich hier bin. Das müssen meine Schutzamulette sein. Die Salamander können jederzeit auftauchen. Es vibriert außerordentlich stark. Ein Meistermagier hat diese Amulette angefertigt. Das ist kein Tand vom Markt. Das ist nicht meine einzige Sorge. Was denn noch? Eigentlich gar nichts sonst. Ja? Okay. Wir sprechen uns. Dann haben wir denen mal ein bisschen gefordert. Also, gefordert kann man ja nicht sagen. Das mit dem Medaillon stimmt ja auch nicht ganz, ne? Gucken wir mal, was wir jetzt alles so an Quests haben, was da an sich geht. Ich bewege mich auf dünnem Eis. Ich muss meinen Verdacht vor dem Detektiv verbergen, aber ich will nicht, dass er gewalttätig reagiert. Zumindest noch nicht. Ich muss meine Worte sorgfältig wählen. Okay. Kalkstein arbeitet mit der Satzung. Jetzt bin ich ganz sicher, ich muss eigentlich ein bisschen zur Rede stellen. Ich habe beschlossen, die Zweifel erst einmal total aus Gunsten anzulegen. Ohne Beweise werde ich nichts erreichen. Vincent behauptet, dass er das Salamandra. Okay, Autopsiebericht. Ich würde sagen, er hat jetzt auch nichts verraten davor noch, ne? Mist. Ich würde sagen, wir gehen mal zu Kalkstein. Sicherheitshalber speichere ich natürlich vor der Tür. So, ich speichere mal so. Ist besser, glaube ich, wie wenn ich anders speichern würde. So. Guten Tag, Kalkstein. Er ist gar nicht da. Ach, da ist er ja. Hallo. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Ja, mitten in der Nacht ist das okay. Ich hatte geargwöhnt, dass ihr mit Yahweh zusammenarbeitet. Ihr haltet mich für den Anführer der Salamandra? Ich lach mich tot! Ich bin ganz sicher, mit dieser Maske des Gelehrten haltet ihr mich nicht zum Narren. Ihr seid ein Narr, Geralt. Gut, ich sollte Kalkstein im Auge behalten. Ihr habt mich beleidigt, Hexer. Okay. Gut, dann weiß ich zumindest schon mal, was mich erwartet, wenn ich mit Kalkstein drüber rede. Hallo? Na gut, Kalkstein lassen wir mal außen vor. Hoch. Er rennt schon wieder so schnell, der Geralt. So, was machen wir jetzt? Fackel brauche ich nicht. Mit Boxfleisch könnte ich nochmal reden. Vielleicht hat der noch was Interessantes auf Lager. Sieht so aus, als müsste ich mich um diese Idioten kümmern.
Sucht ihr was? Ein Eingang. Na gut, kommt rein. Mit der 20 Orens, das ist ja gar nichts. Hallo. Was wollt ihr? Okay. Bis dann. Gar nichts. Mit wem könnte ich denn noch alles reden? Ich weiß es gar nicht. Na gut, ich würde sagen, wir gehen mit Malöwe mal zu Boxfleisch. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob der Detektiv nicht mit dem Salamander unter einer Decke steckt und versucht, seine Kontrahenten, den Boxfleisch und den Kalkstein auszustechen. Das könnte natürlich sein. Aber ich rede nochmal mit ihm, man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht, man munkelt nur. Weil das mit dem Medaillon, ne? Man sieht's. Das hat schon seine Richtigkeit. So, ich speichere mal. Ich sollte mal ein paar Sprechstände löschen. Aber... Hey! Ja? Ich habe einen Verdächtigen. Eieieieieiei. Was ist, wenn wir zu Kalkstein gehen? Den doch mal quälen. So wie gerade vorher. Und dann ihm sagen, dass wir einen Verdächtigen haben. Wir sprechen uns noch. Das könnte ich noch ausprobieren. Spielladen. Moment. Weil das war ja eine Grün. Das war ja in Grün geschrieben. Die Dings, ne? Die Quest, nachdem wir mit Kalkstein geredet haben. Ich glaube sowieso, dass wir uns wieder gut mit allen, dass wir uns sowieso mit allen gut stellen können. Von dem her ist es relativ egal. So. Ich hab. Ihr! Ich. Na, Quest abgeschlossen. Ich sollte Kalkstein im Auge behalten. Wir haben die Quest jetzt abgeschlossen. Diese Formel muss neu überdacht werden. Wenn ich mir das jetzt angucke. Ja, das mit Charlie können wir später machen. Gut, der ist jetzt weg. Ne? Okay, Kalkstein ist jetzt auch nicht... ist jetzt komplett weg. Gut, jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Detektiv. Und... ja, beim Detektiv. Der Detektiv werden wir jetzt einfach mal darauf ansprechen, dass Kalkstein der Verdächtige ist. Mal gucken, ob er böse reagiert oder sonst irgendwie. Sehen wir nach oben. Gut, es ist Nacht. Wundert mich jetzt nicht. Hallo. Steh auf. Ja? Huch, es ging flott. Ich habe einen Verdächtigen. Spuckt es aus, Geralt. Es ist Telehauptmann Vincent. Vergesst es. Vergesst es. Ja, sorry, dass wir das ein bisschen fail durch die Gegend probieren. Tempelbezirk. Drei Minuten später war dann was. Autosave. Da 41 war wieder der Autosave, das heißt wir können. Ach, nehmen wir 36, da stehen wir vor dem Haus von Dings. Von Kackstein. Symbol hier ist immer komisch, ne? Dieses komische Symbol halt. Jetzt hätte man einen Buff oder irgend sowas. Na gut.
dann würde ich jetzt sagen, gehen wir zu Mara Löwe und reden dann dort nochmal, also gehen dann mit ihm zu Bockstein. Ich weiß ja nicht.